Hey mein Freund, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier im neuen Jahr auf diesem Channel. Ich bin jetzt wieder zurück in Berlin. Das heißt, jetzt gibt es auch wieder Videos. Heute wollen wir darüber reden, wie du zum Alpha-Mann werden kannst. Ich werde dir genau erklären, was ein Alpha-Mann ist und dir erklären, wie du und jeder andere Mann, unabhängig von welchem Punkt du jetzt kommst, immer Alpha sein kannst unter gewissen Voraussetzungen. Viel Spaß beim Video. Also Alpha sein, das hat man ja schon oft gehört, wenn man so in der Dating-Szene unterwegs ist. Du musst Alpha sein, du musst der Führer sein, der Leader sein. Aber viele Männer fragen sich, was bedeutet das denn genau? Oder fragen sich, wie werde ich denn Alpha? Und was du verstehen musst, ist, dass du wahrscheinlich nicht in jeder Situation Alpha sein wirst. Alpha ist kontextabhängig. Also Alpha hängt davon ab, in welchem Umfeld du dich bewegst. Ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du bist ein großer Fan von Punkmusik. Oder eine Frau, besser gesagt, ist ein großer Fan von Punkmusik. Und du bist jetzt ein toller Punkmusiker, den man kennt. In diesem Milieu, diesem Punkrocker-Milieu, hast du einen großen Alpha-Status als der Punkrocker. Und du ziehst diese Frau, die sich auch in diesem Milieu aufhält, an, weil du über ihr stehst vom Status her. In diesem Gebiet. Punkrock. Wenn jetzt aber eine, ich sag mal, Ärztin oder Rechtsanwältin daherkommt, die überhaupt nicht auf Punkrock steht und die sieht ein Konzert von dir, denkt sie sich vielleicht immer noch, ja, cooler Kerl, aber sie wird dich nicht als den extremen Alpha in der Situation wahrnehmen unbedingt, weil sie aus einem anderen Kontext kommt. Wenn sie allerdings im Krankenhaus unterwegs wäre und da ist der Oberchefarzt, dann ist der in diesem Moment der Alpha. Zu Hause bei seiner Frau könnte dieser Oberchefarzt das totale Beta-Männchen sein, sehr unterwürfig und nicht führend. In seinem Fitnessclub könnte er unterwürfig und nicht führend sein. Aber in diesem Kreis, in seinem Krankenhaus als Oberchefarzt, ist er halt der Alpha per Position. Und allein das kann reichen, um Frauen zu verführen oder um Frauen von sich zu überzeugen. In diesem gewissen Kontext hat natürlich den Nachteil ganz klar, dass wenn die Frau dann rausfindet, dass du eigentlich gar kein Alpha bist, in anderen Situationen, das problematisch werden kann. Das heißt, der Oberarzt, der dann in seinem Krankenhaus der Boss ist, der Alpha ist, hat natürlich dann zu Hause Probleme, wenn er das nicht richtig mitnehmen kann in sein Privatleben. Die Frage, die du dir stellen musst, ganz egal von welchem Punkt du jetzt kommst, ist, wo, in welchem Bereich könnte ich der Alpha sein? Wo könnte ich meine Talente ausspielen? Wo bin ich gut? Wo habe ich einen guten Stand? Angenommen, du hast eine Freundesgruppe oder angenommen, du hast mehrere Freundesgruppen, sagen wir 3 Stück. In der einen, weil die schon länger existiert, bist du so ein bisschen der Boss, der Alpha. In der anderen bist du gerade neu reingekommen und deswegen noch nicht so der Alpha, die hat schon entstanden vorher. Und die andere bildet sich vielleicht gerade. Du hast eine Gruppe, in der du der Alpha bist, eine Gruppe, die gerade am Entstehen ist und eine Gruppe, in die du neu reingekommen bist und du findest gerade so deinen Status in der Gruppe, sage ich mal. Was du jetzt machen könntest und was super schlau wäre, ist, dass du eine Frau zum Beispiel, die dir gefällt, die du datest, mit an den Ort nimmst, wo du ein kontextueller Alpha bist. Nämlich in die Gruppe, die schon lange Bestand hat. Das muss jetzt keine Freundesgruppe sein, das kann auch das Krankenhaus sein, in dem du arbeitest als Oberchefarzt. Kann aber auch dein Karate-Dojo sein, in dem du als Trainer unterrichtest. Kann alles sein. Die meisten Männer sind in irgendeinem Bereich, egal wie komisch dieser Bereich sein sollte, Briefmarken sammeln, Modellflugzeuge bauen, Pflanzen gießen. Jeder Mann ist in irgendeinem Bereich irgendwo meistens Alpha oder hat einen guten Stand. Und diesen Bereich deines Lebens kannst du einer Frau zeigen, um ihr zu zeigen, dass du Alpha bist. In diesem Gebiet bist du Alpha. Bist du ein Alpha-Mann. Natürlich gibt es auch so allgemeine Sachen, die sich dann daraus übertragen. Das heißt, wenn du die Sachen, die du lernst in diesem abgegrenzten Alpha-Bereich, wenn du die mitnimmst in dein allgemeines Leben, dann hilft dir das natürlich. Aber in diesem Bereich kannst du ein kontextueller Alpha sein, auch wenn du das Gefühl hast, oder es wirklich so ist, dass du sonst in deinem Leben kein Alpha bist. Man ist also nicht immer Alpha. Wenn ich jetzt, wie ich eben im Beispiel schon gesagt habe, in eine ganz neue Gruppe von Menschen komme, dann bin ich nicht automatisch Alpha. Diese Gruppe kennt sich bereits, da gibt es bereits Hierarchien und da muss ich mich sozusagen erstmal hocharbeiten. Wenn du jetzt neu im Karate-Dojo bist,
dann wirst du nicht von Tag 1 der Alpha sein. Aber vielleicht nach einem Jahr. Vielleicht nachdem du ein Jahr in dieser Gruppenstruktur warst. Wir sind also nicht überall Alpha. Es gibt nicht Menschen, die generell immer Alpha sind. Das gibt es überhaupt nicht. Sondern sie sind kontextuelle Alphas in halt mehr oder weniger Umständen. Manche Leute haben mehr Bereiche, in denen sie einen Alpha-Status haben, manche haben vielleicht weniger. Aber ich bin mir sicher, dass jeder, der hier gerade zuschaut, irgendwo seinen Bereich hat, seine Spezialität hat, seine Gruppe hat, in der er eine gewisse Alpha oder führende oder obere Position hat. Es muss nicht der Alpha sein, der Superführer. Es kann auch sein, dass du eine hohe Position hast. Und das kann auch sehr gut sein. Was du aber niemals machen solltest, ist eine Frau, zumindest früh am Anfang des Kennenlernens, in einen Bereich mitzunehmen, wo du einen sehr niedrigen Status hast. Angenommen, du hast eine Freundesgruppe, in der du immer, also das wird heutzutage in unserem Alter, ich 26, wird das meistens nicht mehr so sein. Wobei so Hack-Hierarchien sich auch lange aufrechterhalten. Nehmen wir mal an, du hast eine Gruppe und du hast einen sehr geringen Stand und bist ein bisschen der, ich sag mal, Fußabtreter. Es macht nicht viel Sinn, die Frau dort mit hinzunehmen, weil sie dich dann in einer sehr ungünstigen Position sieht. Sie sieht dich halt in einer Beta-, Delta- oder noch Sachen drunter Position, aber sie nimmt dich nicht als Alpha wahr. Hingegen, wenn du sie mitnimmst in dein Karate-Dojo, wo du der Trainer bist, denkt sie sich, wow, all diese Männer folgen meinem Mann. All diese Männer wollen Tipps von meinem Mann. All diese Männer hören meinem Mann zu. Also Alpha sein hat auch immer viel damit zu tun, folgen dir andere Männer und wollen dich andere Frauen. Denn angenommen, du bist in diesem Karate-Dojo der King, der Trainer, sage ich mal, andere Männer folgen dir und deinen Instruktionen. Aber da gibt es vielleicht auch andere trainierende Frauen, die dich toll finden. Du gefällst denen, weil du diese hohe Alpha-Position hast. Und wenn du eine Frau in dieses Umfeld mitnimmst, dann wird sie sich zum einen denken, krass, andere Männer wollen sein wie er, aber auch krass, da gibt es auch andere Frauen, die wollen ihn. Ich gebe mir mal lieber mehr Mühe, mir diesen wertvollen Mann zu sichern. Natürlich kannst du sie dann auch über die Zeit mit in andere Bereiche nehmen, wo du weniger Alpha bist, aber du solltest generell am Anstreben, sage ich mal, in vielen Bereichen deines Lebens, auch in vielen Gruppen, eher eine Art führende Position zu übernehmen. Vielleicht hast du ein oder zwei Gruppen oder Gebiete, in denen du dich so ein bisschen zurückziehst, in denen du andere Leute machen lässt und dich mal entspannen kannst. Das macht Sinn. Schau, in welchem Bereich du ein kontextueller Alpha sein kannst und integriere diesen Bereich besonders ins Dating. Zeig diesen Bereich den Frauen und dann werden sie dich als Alpha wahrnehmen. Männer sind meist kontextuelle Alphas, nie komplette Alphas. Beispiel Rockstar, Anwältin. Geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Unter mir kannst du dich für einen Coaching-Platz dieses Jahr bewerben, wenn du in den nächsten 3 Monaten mehr Frauen kennenlernen willst, als jemals zuvor in deinem Leben, eine Freundin finden willst, dein erstes Mal Sex haben willst, bist du da genau richtig. Bewirb dich für einen Coaching-Platz. Unten rechts geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Geil, dass du dabei warst. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.